Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video. Heute schauen wir uns mal im Video gemeinsam den Eingang zur schwarzen Waffenkammer an. Das DLC ist gestern erschienen, am 4. Dezember. Ich habe es gestern ja schon gestreamt und auch dort schon den Eingang gezeigt, aber für alle, die gestern nicht live dabei sein konnten im Stream oder vielleicht ein bisschen später gekommen sind, schauen wir uns heute einfach nochmal den ganzen Eingang an, den Anfang von der schwarzen Waffenkammer. Eine Story-Kampagne gibt es ja leider nicht, deswegen gibt es da nicht so viele Story-Videos jetzt und dann, ich mache da jetzt viel im Livestream. Aber den Eingang schauen wir uns heute nochmal an, da gibt es noch einige Sequenzen und einige Texte. Und wenn man sich das erste Mal einloggt mit einem Charakter, ich bin jetzt gerade mit dem Warlock drin, dann hat man einen Meilenstein, wo gesagt wird, wo man hin soll. Da steht da oben die schwarze Waffenkammer, Spider will dich sehen. Und deswegen bin ich jetzt schon mal in die Wirrbucht geflogen und da wird es auch angezogen. Jetzt zieht mich an. So, dann gehen wir mal hin und gucken mal, was Spider zu sagen hat. Und danach schauen wir uns dann auch nochmal kurz die schwarze Waffenkammer an. Jetzt auch nochmal ganz ruhig im Video, sodass ihr das Gespräch nochmal schön mithören könnt, was die Story, die kleine Story angeht, wo die schwarze Waffenkammer denn herkommt, wo sie ist und warum sie da ist und was sie so getan hat die letzte Zeit. Also mal gucken. Vielleicht gefällt euch das Video ja trotzdem noch. Könnt ihr sonst gerne einen Daumen nach oben da lassen, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, wie man da reinkommt dann. Also, Spider, da ist er. Du kennst mich, meine Liebe. Ich bin ein ganz Feinfühliger. Ich sehe Mitglieder meiner Familie nicht gerne in Not. Zum Beispiel wäre da mein hochgeschätzter Geschäftspartner. Die schwarze Waffenkammer. Deine Hilfe könnte ihr wirklich gut tun. Du hast diesen Namen noch nie gehört, ich weiß. Erlaube mir, den Vorhang der Dinge, die Hüter nicht wissen, ein wenig zu lüften. Dies hier ist ein Zeichen der Anerkennung der schwarzen Waffenkammer. Ohne es werden sie die Gegenwart jemanden deines Schlags nicht anerkennen. Sei vorsichtig. Ihre Gastfreundschaft jenseits ihrer Tore ist nicht annähernd so herzlich wie Spiders. Okay, die mögen einen also keine Hüter, aber arbeiten schon jahrelang mit Spider zusammen. Sie sind Geschäftspartner. Spider, der Boss der Wehrbucht, will dich um einen Gefallen bitten. Und dann kriegen wir das hier, der schwarze Waffenkammer-Ausweis. Eine Art Ausweis, der eine Schlüsselkarte ähnlich sieht und ein Symbol zeigt. So, Meilenstein aktualisiert. Und finde die schwarzen Waffenkammer im Anbau des Turms. Ja, da habt ihr richtig gelesen. Die schwarze Waffenkammer war die ganze Zeit vor unseren Augen im Turm und die Hüter haben es nie wirklich gesehen. Also, wir schauen uns den Navigator an. Also, einige haben ja den Jahrespass noch nicht gekauft und haben deswegen noch gar keinen Zutritt zur schwarzen Waffenkammer. Die finden dieses Video hier vielleicht auch ein bisschen interessant heute, die Sequenzen dann nochmal zu sehen. Also, wir gehen hier zum Reisenden, zum Turm und dort wird uns das auch schon angezeigt. Hier ist der Anbau. Da sieht man das, der Anbau. Und da befindet sich auch die schwarze Waffenkammer. Finde den Eingang, das ist unsere Aufgabe. Ich fliege dann einfach mal zum Turm. Den Landeplatz haben wir hier nur. Und ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und gelandet im Turm. So, wenn man das erste Mal da ist, damit man sich nicht verläuft, kann ich nur empfehlen, dass ihr euch eine Markierung setzt, der ihr dann einfach folgt. Also wie hier, ne, verfolgt das einfach mal das Ziel hier und dann werdet ihr da auch ohne Probleme hinfinden. Natürlich müsst ihr hier in den hinteren Teil der Stadt erstmal dahin, wo Ikora und so weiter steht. Also es ist schon ein bisschen merkwürdig so, dass die wirklich hier im Turm die ganze Zeit war. Zavala, der Chef von der Vorhut, der ja immer so aufgeklärt ist und immer so einen auf dicke Hose macht, hat davon nie was mitbekommen. So, da haben wir den Platz, wo Ikora steht. Wir drehen uns dann hier nach rechts und können hier uns in die Tür begeben. Ich habe mich gestern hier auch schon ordentlich umgesehen im Livestream. Hier gibt es sonst nichts anderes zu finden hier. Also hier links, rechts in den Gassen habe ich überall geschaut. Ich habe da aber nichts wirklich Interessantes gefunden. Deswegen gehen wir heute mal den ganz normalen Weg, wie man ganz normal zur schwarzen Waffenkammer gelangt. So, jetzt sind wir hier. Das ist dann da vorne der neue Hangar, wo wir dann auch landen können. Der ist da vorne. Und hier rechts geht es dann los, das war eine schwarze Waffenkammer. Aber wenn ihr das Ding hier, die Markierung gesetzt habt, dann könnt ihr das eigentlich nicht verfehlen.
Weil gestern im Stream haben so viele gefragt, wie ist der Weg? Ich finde den nicht. Und ja, ihr habt schon gesehen, also man kann es eigentlich nicht finden. Also wenn man das markiert hat, dann ja, läuft man da eigentlich drauf zu. Hier ist dann jetzt hier diese falsche Wand und da zeige ich jetzt meinem Ausweis vor. Beeindruckend, nicht wahr? Diese Waffe ist außergewöhnlich. Sie ist Zeugin des Mordes an unserer Gründerin und meine Verbündete im Rachefeldzug gegen die Verantwortlichen. Lichtträger, genau wie du. Du bist hier nicht willkommen, Hüter. Ich verstehe. Nun gut. Was wir hier bieten, ist ein Privileg. Normalerweise für diejenigen, die über keines verfügen. Doch nun scheint es, als stünden dir heute unsere Tore offen. Willkommen in der schwarzen Waffenkammer. Ja, so wirklich willkommen geheißen wurden wir hier jetzt ja nicht, ne? Unbedingt. Also sie mag wirklich keine Hüter. Sie hat irgendwie eine Verbündete verloren, das haben wir jetzt erst im Gespräch herausgehört, und macht auch die Hüter ein wenig mit verantwortlich. Wahrscheinlich dann, als die Rote Schlacht hier stattgefunden hat und die Kabale hier angegriffen hat, haben sie wahrscheinlich auch hier in der Schwarzen Waffenkammer einige Leute verloren in der Stadt und stehen jetzt gar nicht mehr so gesund da. Und deswegen sind sie eigentlich hier und da vielleicht auch sogar ganz froh, dass vielleicht jetzt doch ein Hüter gekommen ist, der sie gefunden hat, um die Schwarze Waffenkammer auch wieder auf Vordermann zu bringen, dass da auch neue Waffen geschmiedet werden können. Wir schauen uns nochmal an. Also storytechnisch ja, ist da nicht viel jetzt. Das war eigentlich eine sehr coole Sequenz. Und viel weiter habe ich nicht gespielt. Und da war ich ja im Livestream in der Schmiede schon drin, aber mit 600 Power. So, jetzt ist man hier im öffentlichen Bereich, wo dann jeder hin kann. Hier ist die Tür und dann kann man da einfach reinlaufen und sich hier in diesen Saal umsehen. Also mit Power 600 kriegt man die Schmiede fast gar nicht fertig, weil der Boss, der dann am Ende kommt, der ist 630 vom Power-Level her. Die Mobs vorher sind schon 615 teilweise. Und man spielt da zu dritt und da braucht man schon ein gutes, eingespieltes Dreierteam, um das dann auch schaffen zu können. Und wir waren gestern einfach noch ein bisschen zu schwach mit Power 600, müssen uns da ein bisschen noch hochleveln. So, man kann sich hier also die ganzen Waffenständer hier so ein bisschen anschauen, wo die hier zur Schau gestellt werden. Da sind aber eigentlich überall fast mit die gleichen drin. Das hier ist ein Scout-Gewehr, das sieht man schon an der Architektur. Das hier ist ein Impulsgewehr. Das ist ein Automatik. Hier hätten wir dann noch einen Snipe, aber wie die Waffen dann am Ende aussehen, die wir bekommen, das müssen wir dann mal schauen. Und hier steht die gute Ada. Ada 1, Waffenkammer, Kuratorin. Warlock, sie hat mich erkannt. Unsere Waren sind verführerisch, nicht Hüter? Doch leider stehen sie gerade nicht zum Verkauf. Durch die Rote Schlacht stehen wir ohne eine lebenswichtige Notwendigkeit da, die Schmiede. In ihrer Abwesenheit kam unsere Operation komplett zum Stillstand. Trotz aller Anstrengungen konnten wir sie nicht finden. Wenn du also wirklich unsere Waren willst, dann verstehe eins. Wir wollen unsere Schmiede zurück. Und Hüter, bevor du mit leeren Händen zurückkommst, komm lieber gar nicht. Ja, deswegen wurden die Hüter gerufen, oder deswegen hat Spider besser gesagt die Hüter gerufen.
Damit die Schwarze Waffenkammer weiterhin Waffen produzieren kann, braucht sie wieder eine Schmiede. So, die Schwarze Waffenkammer. Die Rote Schlacht führte dazu, dass die Schwarze Waffenkammer den Zugriff auf ihre Schmiede in der ETZ verlor. Seitdem hat es Ada nicht geschafft, es ausfindig zu machen. Obwohl sie Hüterin weiterhin misstraut, gibt dir Ada eine Waffenform für den Fall, dass du die Volundre-Schmiede findest. Mit dieser Form wirst du letztendlich eine Waffe der Schwarzen Waffenkammer erschaffen können. Doch zunächst musst du sie kalibrieren und zu Ada zurückbringen. Befolge die Schritte für die Kalibrierung der Waffenform. Meilenstein, und damit geht's dann auch eigentlich dann los, die aufzuladen, die Waffenform. Und diese Sachen hier, die kann man alle noch gar nicht annehmen. Erst wenn wir richtig Zugang zur Schmiede haben, dann müsste man das aber einmal schaffen. Und das haben wir gestern auch im Livestream noch nicht hinbekommen, die Schmiede einmal komplett in den drei Wellen durchzuspielen, weil wir da von dem Powerlevel einfach noch nicht stark genug waren. Und ja, wie es da dann weitergeht, das könnt ihr in den nächsten Livestreams vielleicht mitverfolgen, wenn ihr da Bock habt. Wir werden auf jeden Fall weiter an unserem Powerlevel arbeiten, damit wir auch die Schmiede dann weiterbekommen, um zu sehen, ob hier noch weitere Sequenzen vielleicht auf uns warten, weitere Quest-Schritte, die dann vielleicht nochmal zu anderen Missionen führen. Ja, ich bin sehr gespannt, was dann noch alles kommt. In den nächsten Wochen soll ja auch noch weiterer Content veröffentlicht werden oder Monaten. Mal gucken, was wir da noch alles bekommen werden. Und mit der ersten Questreihe geht es dann halt eigentlich los in der ETZ. Also alles, was man machen muss, erfährt man immer in den Texten hier. Wenn man sich die durchliest, dann weiß man eigentlich sofort, wo man hin soll und was man dann machen soll hier. Beschaffe dir einen Waffenkern von einer gestohlenen Kiste der Schwarzen Waffenkammer am Stadtrand oder in der Schlucht der ETZ. Das sind halt schon mal zwei Stadtpunkte, da fliegt man da einfach hin. Und die Kisten stehen dann da in den Gegend rum. Eine gibt es am Stadtrand, eine in der Schlucht. Muss man ein bisschen Glück haben, dass sie dann da ist auch. Oder man spielt da öffentliche Events, das geht auch. Und beschaffe dir Mischäther von Gefallenem, um den Waffenkern aufzuladen. Da tötet man einfach, egal wo, egal welche, Gefallenen in der ETZ. Alle, die da rumrennen, und die droppen dann den Mischäther. Ist eigentlich ziemlich einfach gewesen, der erste Schritt. Danach geht es halt noch ein bisschen weiter. Aber wie gesagt, alles, was ihr machen müsst, steht immer an dieser Quest dran. Einfach durchlesen. Und dann weiß man immer, was man zu tun hat. Also, das war mal hier ein kleines Video für den Eingang zur Schwarzen Waffenkammer. Vielleicht hat es euch ja doch noch ein bisschen gefallen, wenn ihr es noch gar nicht kennen solltet. Wenn ihr vielleicht auch nicht Besitzer sein solltet des Jahrespasses, denn den braucht man ja, um das zu spielen. Dann lasst uns gerne noch einen Daumen hoch. Ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, im Livestream einzuschalten. Heute Abend bin ich dann auch wieder online und dann werde ich am Powerlevel arbeiten, vielleicht noch ein bisschen Gambit spielen. Mal schauen. Also vielen Dank hier für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Hat die Menschheit schwach gemacht und ihnen ein falsches Gefühl von Sicherheit gegeben.